Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Final Fantasy X und X-2. Die neue HD Remaster Version ist das Ganze hier. Ja, ich möchte die nächsten 2-3 Parts nutzen, um euch anhand von Final Fantasy X mal diese neuen optischen Schönheiten oder Verbesserungen vorzustellen. Ich bin hier schon in dem Hauptmenü. Ich habe es ja als Disk-Version, also es ist eine CD. Die Download-Version mit 23 GB war mir einfach zu groß. So sieht das Menü aus. Hier könnt ihr wählen zwischen Final Fantasy X und X-2. Und noch so ein bisschen Bonusmaterial. Und den Abspann von X kann man sich auch angucken. Ich weiß nicht, ob man sich den Abspann von X-2 auch angucken kann. Werde ich wahrscheinlich machen, weil ich möchte Final Fantasy X-2 auf jeden Fall nochmal komplett let's playen, weil ich dieses Spiel noch überhaupt gar nicht gespielt habe. So, da ich das Ganze jetzt aber an X zeigen möchte, starten wir einfach mal mit X. Und da treffen wir auf ein paar beliebte, bekannte Gesichter. Ich freue mich so auf meinen Lieblingscharakter aus dem Final Fantasy Universum, auf Auron heißt er, glaube ich. Das ist der coolste Typ, den es überhaupt gibt. Mittlerweile gibt es ja nur noch taffe Heldinnen. Das war so der letzte taffe Held. Und das Spiel ist von 2002, also schon über 12 Jahre alt. Hätte natürlich, wenn man so von der PS2 aus spielt, optisch schon einiges eingebüßt. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die HD-Version. Ob das sich das Ganze lohnt, Kaufpreis von 35 bis 45 Euro mit der Limited Edition, weiß ich noch nicht. Grundsätzlich finde ich HD-Versionen immer cool, vor allen Dingen von so Kultspielen wie Final Fantasy X. Und jetzt bin ich still. Der Vorspann. Unsere Gruppe, das ist übrigens ein Spielausschnitt, ziemlich am Ende des Spiels ist es. So, optisch, ja, sieht schon ganz präzise ausgearbeitet aus. Also wenn ich mir jetzt das Spiel von Final Fantasy X auf der PS2 angucken würde... Vor allen Dingen im Hintergrund. Der Hintergrund ist um einiges schärfer und deutlicher zu erkennen. Man erkennt viel mehr Details vor allen Dingen. Und Auron, da vorne hockt er mit der geilen Brille und dem geilen Outfit. Und dem geilen Schwert. Er benutzt ja dasselbe Schwert, zumindest am Schluss, wie Sephiroth aus Final Fantasy VII. Das sagt ja schon einiges über ihn aus. Die anderen Charakter, wie jetzt hier Tidus... naja, merkwürdiger Name und auch, naja, nicht mein Lieblingscharakter von Final Fantasy. Yuna ist noch ganz cool, aber sonst Waka, Riku und Lulu sind, naja, so Durchschnitt würde ich sagen. Nicht wirklich sonderlich berauschend, aber jetzt auch nicht schlecht. Kimari ist noch ganz cool, der stumme Krieger. Wow, Final Fantasy X in der HD Remaster Version. So, sehr schön, ich möchte es eigentlich loslegen. Kann ich das Ganze mal ein bisschen überspringen? So, laden, neues Spiel, los geht's, Action! Wählen Sie jetzt den Typ des Charakteraufbaus. Standard-Sphärobrett, Profi-Sphärobrett. Machen wir einfach mal Standard. Ich habe schon keine Ahnung mehr, was das sein soll. Sie haben das Standard-Sphärobrett ausgewählt. Im Spiel kann nicht mehr umgewählt werden. Recht so, ja. Ist mir alles recht. Ich möchte es ja nicht bis zum Ende spielen. Ich kann ja machen, was ich will. Sind übrigens unsere Standardwaffen. Der Ball gehört ja zu Waka, der benutzt ja so einen Blitzball.
als Waffe. Gefährlich, gefährlich, der Mann. Oh Mann, kommt jetzt nochmal dasselbe. Das wäre natürlich blöd. Ich glaube ja. Okay. Geniale Aktion. Ich möchte das jetzt aber nicht überspringen, weil jetzt kommt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Dann müsst ihr halt so lange mit meinem Gelaber vorlieb nehmen. So viel fällt mir aber zu Final Fantasy X gar nicht mehr ein. Wie gesagt, es ist schon uralt. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ein bisschen was weiß ich noch. Mein Langzeitgedächtnis von Final Fantasy ist relativ gut. Es ist, darauf kann ich mich auf jeden Fall meistens verlassen. So, storymäßig weiß ich noch ungefähr, um was es geht. Möchte ich jetzt aber gar nicht so viel verraten. Das wird man jetzt in den nächsten 2-3 Parts sowieso noch erfahren. Und ja, was man da im Hintergrund sieht, so weit kommen wir ja nicht mehr, ist das zerstörte Zanarkand. Zanarkand, so heißt doch seine Heimatstadt von meinem Freund hier. Und ja, eigentlich bis zum Ende ist man so ein bisschen verwirrt. Was ist eigentlich los? Er ist irgendwie durch so einen Strudel durch die Zeit gereist, kann man sagen. Er weiß es nicht so richtig, wir wissen es nicht so richtig. Und am Ende klärt sich alles auf. Und ja, dramatisch, so wie immer. Wie man es halt von Final Fantasy gewohnt ist. Listen to my story. Oh, es geht los. This may be our last chance. Ja, oder auch nicht. Das nennt man Entschleunigung. Da kann man schön entspannen, schön tolle Musik, so ein bisschen Yoga im Hintergrund noch machen. Tief einatmen und ausatmen. Und Game Over. Es ist schon vorbei, schwarzer Bildschirm, es geht nicht mehr weiter. Ist das eigentlich ein neuer Ladebildschirm oder ist der auch schon in der PS2-Version da gewesen? Uhu, Leute, natürlich ist es ein altes Spiel, man merkt es doch, auch wenn jetzt es aufgefrischt wurde. Und eine mysteriöse Figur. Und das sind wir, Tidus. Ein gefeierter Blitzball-Star in Zanarkand. Und da können wir uns auch schon bewegen. Wuhu! Ich habe keine Ahnung, wie geht irgendwas? Kann ich irgendwie nicht ins Menü? Naja, dann geben wir Autogramm. Hallo! I've been a big fan of yours from the very beginning. I won't let you down. Thanks. Huch, die Stimme hatte sich verändert von ihm. How are you feeling? Great as ever. Thanks. Yeah, we're cheering for you. War die Stimme schon immer so? Can you sign this? No problem. Yeah, cool. Und wir können unseren eigenen Namen eingeben. Ist egal, wir nehmen mal den Originalnamen. Recht so. Please. Alrighty. Me too. Take it easy. Uha, schön, Autogramme gegeben. Hier auch nochmal, bitteschön. Unsere weiblichen Fans kriegen auch welche. Nothing to worry about. Wuhu! Oh, if I score a goal, I'll do this. That'll mean it was for you. Oh je, Mini. What seat? East block in the front row! Fifth from the right! Yeah, er hat's. So, und so langsam kann's weitergehen. Gotta go. Cheer for me. 2, 3. He just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after.
Maybe tonight, Da steht der merkwürdige Typ. I mean tomorrow. Promise? Promise. So komische Gesten gibt's fast in jedem Final Fantasy Teil. Das wird man auch noch öfter sehen, die Geste, vor allen Dingen von dieser ganzen Priesterschaft hier. So, auf geht's ins Stadion. Und ja, der Mann da im Hintergrund auf dem Bildschirm, das ist auch noch wichtig. Ich weiß gar nicht, ob wir das gleich am Anfang erfahren, das ist ja doch, jetzt würde er schon was dazu sagen, sein Vater. Die Kette sieht aus wie aufgemalt. Das ist geil. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, Jekt, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Uh-huh. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Okay, da unten läuft so ein bisschen Text. Ich hoffe, ich blende das jetzt nicht weg, weil ich da jetzt weitergelaufen bin. Man sieht's, die Gebiete sind hier unterteilt in so Ladezonen. Make way, make way. Nein. Ich muss durch die Leute. Hey, I'm gonna be... Ja, lass mich durch. Hilfe! Ja, geschafft. So. Nochmal eine coole Siegerpose. Wuhu! Totaler Angeber ist das. Yeah, Blitzball. Cooler Sport übrigens. Macht Fun, kann man sich mit beschäftigen. Wuhu! Und was für ein Riesenaufwand da betrieben werden muss. Yeah. Die Musik ist schon so geil. Und zu dieser Musik kommt gleich Auftritt. Geilster Charakter ever. Mann, das sieht so cool aus. Also das hält... Das sah auch schon auf PS2-Version natürlich optisch genial aus, solche Zwischensequenzen. Und, yeah! Sagt mir nicht, dass das nicht so obercoole Charakter ist. Das ist einfach mega. So, Freund Sinn kommt vorbei. Um den dreht sich eigentlich die ganze Geschichte. Oh, ist ein sehr körperbetonter Sport, Blitzball. Mein Gott, da müsste es ja die ganze Zeit nur Verletzte geben, ey. Und da bricht die ganze Welt zusammen. Aber Blitzball ist wichtiger. Irgendwie löst sich das so auf. Gleich nach seinem Spezialmove jetzt. Das ist ein cooler Spezialmove, jetzt sieht er, wie die Welt untergeht. So, nach dieser coolen Einführung von Tidus und Auron, wobei wir haben ja noch nicht wirklich kennengelernt, habe ich richtig Bock zu spielen. Los geht's!
Und ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Also es gefällt mir richtig gut. So, da vorne sind irgendwie Monster, glaube ich. Oder auf jeden Fall Pfeil. Und Auron, yeah! Auron! Yeah! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Das ist so cool! Es gibt ja nur noch taffe Heldinnen. Ich finde ja so ein geiler Typ à la Cloud oder Squall oder oder Auron, die gehören eigentlich zu jedem Final Fantasy Teil. Und im 12. und im 13. Teil habe ich es irgendwie vermisst, so ein bisschen. Hallo? It begins. What? Don't cry. Ja, ich werde jetzt nicht anfangen zu weinen. Mysteriös, mysteriös. Was geht hier nur vor? What the? Hey, wait! So, theoretisch geht es jetzt gleich los mit dem Kämpfen. Yeah, eine riesige schwebende Wasserkugel. We called it Sin. Oh. Sin? Und das sind irgendwie seine Schuppen oder seine Sporen, die er da überall verteilt. Gegen die müssen wir auch noch unzählige Mal kämpfen. Wow, ein Heer von Monstern. Oh nein, es geht los. Aber keine Hektik, die Kämpfe sind relativ entspannt. Also man kann sich immer Zeit lassen, kann überlegen, Strategien fahren. Und yeah. Um Gottes Willen, wir sind total unerfahren. Gott sei Dank haben wir ihn an unserer Seite mit seinem geilen Schwert. Hause zu Brei, Auron. So, was habe ich für Möglichkeiten? Angriff und Item, also wirklich viel kann ich nicht machen. Oben rechts sehe ich jetzt, in welcher Reihenfolge die Leute angreifen. Also ihr seht, ich kann hier ewig warten, bevor ich einen Befehl ausführe. Kann dann auch auswählen, wen möchte ich eigentlich angreifen. Ich könnte auch Auron angreifen. Wollen wir mal nicht, wir wollen mal Monster. Wie kann ich ein Monster zwischen den Monstern wählen? Egal, wir wollen Monster A angreifen. Zack, und schon ist es weg. Auron hat noch Techniken, die er einsetzen kann. Kraftbrecher, senkt Angriffskraft. Ja, er hat einen Haufen cooler Brechermethoden. Am besten sind immer noch Allesbrecher. Zack, und weg. Und das Viech ist auch weg. Hooray! Also, die Kämpfe relativ entspannt immer. Da man einfach genug Zeit hat, seine Befehle einzugeben und sich eine Strategie zurechtzulegen. Oh nein, wir werden angegriffen. So, dann können wir jetzt aber mal die zwei beseitigen. Ich stehe jetzt nämlich im Rücken. Das ist ganz schlecht. Ach nein, ich muss mich hier durchboxen. Okay. Blöde Aktion. Ich muss eigentlich die Viecher von da vorne platt machen. Und irgendwie wollen die nicht angreifen, obwohl sie eigentlich an der Reihe sind. Ja, mit der Navigation habe ich irgendwie meine Schwierigkeiten. So, jetzt aber. Vernichtend. So haben wir es gerne. Und auch das Viech weg. Und hier geht es nicht mehr weiter. Nein, wir sitzen in der Falle. Nein. Jetzt kommt bestimmt irgendein ultimatives Monster. Wow. Hallo.
Und er rennt einfach davon und er lässt uns zurück. Sieht aus wie ein riesiges Schwert, wo im Boden steckt. Naja. Aber es lebt. Es lebt. Und es kann Magie. Gravitas. Oha. Zack. Get out of my town! Some can't wait to die. So, Ekstase. Auch wichtig in Final Fantasy X. Wenn die Ekstase-Leiste, die sich unter der HP-MP-Anzeige befindet, voll aufgeladen ist, kann die individuelle Kampftechnik Ekstase jederzeit eingesetzt werden. Zum Auslösen der Ekstase-Technik, Pfeil nach links im Kampfmenü drücken. So, mit Auron können wir das jetzt gleich mal machen. Ja. Und er greift damit alle an, aber ich muss irgendeine komische Kombination machen. Irgendwas muss ich jetzt machen. Ich muss drücken. So, super. Ja, das ist cool. Alle Monster tot. Und dann können wir den vernichten. In Ruhe, in Frieden. Oh, Gravitas ist natürlich übel. Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich sterben? So, Salto-Hieb. Was muss ich jetzt bei dem machen? Ah! Hä? Oh Gott, das ist kaum stärker als sein. So, Kraftbrecher bringt's nicht. Er setzt Magie ein, also normaler Angriff. Und das war's schon, oder? Ist er schon tot? Nee. Ich glaube, ich brauche einen Heiltrank. Habe ich einen Heiltrank? Portion. Ja, dann hauen wir uns mal eine Portion rein. Portion. Und mit dem weiter Angriff. Ja, Herrschaft, stirb doch jetzt. Irgendwie löst sich die ganze Zeit was auf. Ich weiß gar nicht, was das ist. Kann ich mehrere Ziele angreifen? Nee. Ja. Und weiter drauf. Bis es auseinanderfällt. So viele Schuppen hat es nicht mehr. Oder so viele Tentakel. Oh Mann, ey. Ja gut, aber Gravitas zieht mir immer... Ui, das war stark. Ah, das war's, glaube ich. Gravitas kann mich ja eigentlich nicht töten. Stimmt, eigentlich hätte ich die Portion überhaupt nicht einsetzen brauchen. Es zieht mir ja immer nur, was weiß ich, ein Viertel der TP. Oder heißt es TP? Och, das ist immer so schwierig. Ich nenne es jetzt mal TP, solange ich nichts Besseres weiß. Es zieht mir... HP heißt es. HP, Entschuldigung. Stimmt, HP und MP. So, es zieht mir immer ein Viertel der HP ab, glaube ich. Oh nein, schnell weiter, bevor es hier losgeht. Hier, ein Speicherpunkt. Level 1 Speichersphäroid für Reisende. Sie können die Reise in Spheroiden wie diesem speichern. Dabei werden die HP und MP ihrer Gruppe automatisch komplett aufgefrischt. Da gibt es in den neueren Teilen auch nicht mehr so... Doch, in 12 gab es es auch noch. Aber in 13 halten wir sich am Speicherpunkt nicht mehr. Jetzt legen wir mal gleich einen an. Auron kann ja schon mal vorrennen und so lange aufräumen. Schneller rennen können wir, glaube ich, auch nicht. Ich bin jetzt so verwöhnt von Lightning Returns, wo man so mega Gas geben kann mit ihr. What are you laughing at, old man? Auron, let's get out of here. We're expected. Huh? Give me a break, man. Übersetzung, juhu. Oh nein, noch mehr von diesen Viechern. Noch ein paar mehr. Ich brauche Aurons Spezialfähigkeit nochmal. So, das sieht mir aber auch stark wieder danach aus, als würden wir was lernen. Ach ja, ich habe ja mich wieder voll aufgeheilt. Zack. Uiuiui, Flügel fangen an zu glühen. Dann musst du sterben. Natürlich wäre es jetzt gescheiter, mal guckt, welches Monster als nächstes dran ist und greift das dann immer an. Aber so wie es aussieht, ist Tidus dran und dann alle anderen Monster, also von daher gerade egal. So, das Viech hier macht mir Angst. Uiuiui.
Na gut, aber sie sind nicht sonderlich stark. Und es geht auch ab und zu mal was daneben, Gott sei Dank. This could be bad. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Was hat denn der für... Achso, ich bin mit Auron dran. Ich wollte gerade sagen, was hat denn Tidus für Techniken? Dann eben Auron, Haus zu Klump. Zack. Reicht nicht, nein, nochmal drauf. Mann, das reicht immer noch nicht. Was denn das? Spaßeshalber, Kraftbrecher. Bringt mir nichts. Macht es ein bisschen mehr Schaden. Uhaha, Kraftbrecher. Zack. Ja, immun, ist mir schon klar. Aber es hat, glaube ich, ein bisschen mehr abgezogen. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Tidus stirbt nicht. Ja, Gott sei Dank, sie greifen nochmal Auron an. Wie sehe ich denn die TP nochmal? HP von diesen Viechern? Ich weiß es nicht. Aber ist egal. Das Teil ist kaputt. Ui, und uns kommt gleich das ganze Gebäude entgegen. Was mit den Viechern, wo hinter uns waren, die müsst ihr immer noch da geben. Go. Lauf, so schnell du kannst. Nein, 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 spring! Und schaffen wir es? Ja. Schade. Das wird wohl nichts. Wir werden hineingezogen. Was? Ich würde mich jetzt fragen, was labert dieser alte Mann? Was will der mit dieser tollen Narbe im Gesicht? Der spricht, glaube ich, die ganze Zeit in Rätseln, also... Keine Ahnung, was er will. Und ich würde sagen, ja. Nach der Pause geht's dann direkt weiter. Also, bis dahin. Ade. Ciao.